Bitte finde uns nicht, bitte finde uns nicht. Oh, ist uns vorbeigegangen. Es hat funktioniert. Er ist vorbeigegangen. Gott sei Dank. Ich würde gerne wieder zurück zu der Leiche und sehen, was er in der Hand hatte. Nein. Es hagelt aber nicht uns, oder? Es galt uns. Los! Verriegel sie! Gott sei Dank. Ja? Ja, total. Die widerstehen alle. Aber er hat einen Vorschlaghammer. Ich hoffe. Oh, nicht schon wieder. Keine Bewegung. Und keiner von euch verwandelt sich hier. Umdrehen. Sachte. Ganz sachte. Oh. Okay. Okay. Und keine Verwandlungen. Und Hände hoch. Sachte. Nein, nein. So doch nicht. Keine Verwandlungen. Steck das Ding weg. Dann wird niemand verletzt. Oh, wir müssen ihn dazu bringen, dass er sich erschießt. Das war in der Vorahnung. Verletzen? Ich hatte doch keine Wahl, oder? Er ist auch in euch, nicht wahr? Ist er auch. Ah, nicht nochmal. Es verwandelt sich wieder. Was? Was meinst du? Bleib weg! Bleib weg von dem Dunst! Wie? Was für Dunst? Man sieht ihn doch. Da ist mal wieder der Therapeut gewesen. Welcher Dunst? Warum nicht einatmen? Aber wir wissen es ja schon. Warum nicht einatmen? Was passiert dann? Er lebt. Macht Sachen lebendig, die es nicht sein sollten. Er ist jetzt drin. Hier bei uns. Jetzt. Komm erst mal runter. Stopp! Stopp! Er ist in uns drin, nicht wahr? Ja. Leg das Ding weg, los! Was redest du da? Du musst ihm sagen, es ist in ihm drin. Du sagst mir, was ich tun soll? Ihr habt ihn eingeatmet. Es passiert gleich. Sag ihm, er hat's auch eingeatmet. Ich spüre es. Na schön, das war vorhin etwas. Das ist kein Dunst. Na schön, da war vorhin etwas. Okay, na schön. Gut, also da war etwas vorhin. Vielleicht Nebel oder Dunst vielleicht? Ich hab's ja gesagt. Hast du eingeatmet? Sag nein. Nein, wir haben die Luft angehalten. Nein, schau. Wir hielten die Luft an. Wir haben das nicht eingeatmet. Ach, wirklich? Ich weiß, ihr seid alle Taucher, aber das kaufe ich euch nicht ab. Wir sind hier unten, seit Stunden. Sag ihm, wir... So lange die Luft anhalten, sag, wir sind nach oben gegangen. Jetzt auch an? Sag, wir sind nach oben gegangen. Halt! Moment! Wir haben ein Atemgerät von der Duke. Was? Ja, damit haben wir den Dunst aus uns rausgeholt. Verstehst du? Das ist schlau. Das klappt bestimmt auch bei dir. Nein, 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 nein! Bleib mit dem Ding weg von mir! Oh Gott. Der Dunst ist in mir drin, oder? Ja. Er ist in mir, nicht wahr? Ich spüre, wie sich alles in mir dreht. Gott. Dem kann man nicht mehr helfen. Innen drin. Nein, nein, ich sehe da nichts. Alles klar, Mann, da ist kein Dunst. Schluss! Lüg nicht! Ach Mann, ich dachte, wenn ich die Waffe greife, dann erschießt er uns. Ich will, dass er sich erschießt. Der Dunst ist in mir. Mach es, erschieß dich. Ich bin von innen auf. Mach es. Wir können das nicht ablenken. Der wird uns entweder erschießen oder sich selbst. Eins von beiden. Hey Mann, komm schon, leg doch die... Oh. Ja, er hat's gemacht. Oh. Oh mein Gott. Wir hätten nichts tun können, entweder wenn es wir gewesen oder er. Der war komplett durch. Er hätte nicht zugehört, dass man nur in die Luft muss.
Nimm doch die Waffe mit. Warum nehmen wir denn die Waffen mit? Ich verstehe das nicht. Das ist wichtig. Und es wäre gut, so sie mitzunehmen. Dieser verdammte Typ mit seinem Hammer, ne? Der ist so anstrengend. Können wir die Waffe bitte mitnehmen, wenn er kommt? Oh, wir sind unsichtbar gewesen. Fantastisch. Okay. Das wird ja immer besser. Eine Sackgasse. Wir müssen zurück. Nein, wir haben das Atemgerät. Ach, wir müssen tauchen gehen. Ich will nicht tauchen gehen. Nee, ich werde hier nicht ertrinken. Niemals. Wir haben das Gerät. Die Frage ist nur, wer von uns beiden geht. Conrad, Funkraum. 4:34 Uhr. 472 Nieten in diesem Raum. Was nur eins heißt. Hat sie alle gezählt? Ich bin schon viel zu lange hier. Ja, viel, viel zu lange. Hey! Seid ihr da unten verletzt? Ist das der Vorschlaghammermann? Das ist der Vorschlaghammermann. Ich sollte ihn folgen, oder? Wir müssen checken, ob alle okay sind. Obwohl, oder das waren vielleicht die Schüsse von dem Typen von eben. Warte du hier beim Funkgerät. Ich hab nicht die Uhrzeit geachtet. Ich geh ihm nach. Ernsthaft, Conny? Diesmal redest du dich nicht raus. Das ist ein Irrer mit Knarre. Ich schaff das schon. Ich hab's verbockt. Ich bieg's wieder hin. Pass gut auf dich auf. Ich rufe Hilfe, sobald das Funkgerät wieder läuft. Also komm auch ja schnell zurück. Könnt ihr euch bitte nicht trennen und nicht hinterhergehen? Hallo? Kann ich das entscheiden? Ich kann's nicht entscheiden. Er macht's einfach. Ja, da hätten sie locker wieder hochgehen können. Wir hätten doch irgendwas da hinhalten können oder so. Oh Mann, okay. Das kann ja nur blöd enden. Ich weiß nicht, wo ich hingegangen bin, aber da hinten ist auf jeden Fall nichts, wo man hinlaufen kann. Kann ich hier lang gehen? Ist es eigentlich egal, wo ich lang gehe? Ich weiß es nämlich nicht. Da ist eine Tür, die nicht aufgeht. Also ist das wahrscheinlich nicht der richtige Weg hier, oder? Da kann ich nicht rein, es ist dunkel. Es ist also nicht egal, wo ich lang gehe. Und ich glaube, den Weg bin ich auch schon mal gegangen. Es sieht jedenfalls irgendwie bekannt aus, dieser lange Flur. Da sind wir doch am Anfang lang gegangen, oder? Wenn ich dieses Loch hier nicht kenne. Ich weiß auch nicht, wann das passiert ist. Da passiert zu viel. Ich bin auch froh, dass diese extremen Jumpscares aufgehört haben. Nicht mehr in jeder Ecke. Sondern endlich mal Story mehr kommt und nicht nur, da guckt dich was Böses an oder, oh nein, da ist eine Ratte. Es ist wenigstens mal was passiert. Und wir sind wieder im Nebel. Aber es ist gut. Man hat immer einen Anhaltspunkt, ob man gerade im Wahnsinn ist oder nicht. Ist ja besser, wenn man es nicht hätte. Dann könnte man Selbstentscheidungen treffen, ohne sich daran zu orientieren. Aber es ist gut für uns. Also vielleicht können wir dafür sorgen, dass niemand stirbt, wenn wir wissen, dass etwas los ist. Mit da rein. War das nicht eben alles heil? Waren wir hier unten nicht? Oder ist es eine andere Baracke? Es kann sein, dass es eine andere ist. Möglich ist es. Da ist auf jeden Fall was zu lesen. Schon wieder ein Memento. Ein internes Memo an alle Stabsoffiziere. Unsere Such- und Rettungsmissionen in der Gegend haben wesentlich mehr Ergebnisse erzielt als erwartet. Unglücklicherweise besteht jetzt ein Mangel an Särgen für Erwachsene. Wenn die sterblichen Überreste eines Vermissten in Wasseraufbereitungsanlage ausfindig gemacht werden, muss unter Umständen ein kleinerer Sarg genutzt werden. Oh, da muss er ja zerhackt werden dafür. Ich schätze, das muss Hawkins sein, der Ärmste. Von ihm ist fast nichts übrig. Ich weiß, dass es nicht ideal ist, Leute, aber wenn seine Leiche erstmal zu Hause ist, bekommt er ein vernünftiges Begräbnis und den Respekt, den er verdient. Fürs Erste müssen wir uns damit abfinden. Ja, das ist wahr. Mehr kann man leider nicht machen. Außer das Beste aus der Situation irgendwie zu machen. Scheiße. Ist schon wieder diese verdammte Frau jedes Mal. Warum bildet er sich eigentlich immer diese Frau ein? Es ist jedes Mal die verdammte Frau. Die ist psychopathisch. Ey, ein Theaterraum. Ich vermisse das Klavier. Thank you.
Ist er nicht auf den Boden eigentlich gesprungen gerade? Das sah jedenfalls so aus. Oh nö, der Vorschlaghammer-Typ ist hier. Und er ist komplett wahnsinnig, denn hier ist das Gold. Kommt der Schrei von dahinter? Im Ernst! Du tötest meinen Freund und haust dann ab, du Stück Scheiße! Leg dich doch nicht mit einem Typen, mit einem Riesenhammer an! Weich zurück! Hey, ganz ruhig, Mann. Alles gut. Sag ihm, er soll rausgehen. Luft. Nein. Nein, nicht das Wasser. Nicht das Wasser. Nicht Lass das uns reden. Wasser. Lästern wir gemeinsam über dieses Schiff. Nicht das Wasser. Ernst? Du denkst, das ist die beste Lösung hier? Er wird uns ertränken. Er wird uns ertränken. Oh mein Gott, okay. Wir hätten abhauen sollen. Was war das denn? Greift mich jetzt bitte nicht an. Es, oh Gott. Warum greifen wir ihn an? Ich bin verwirrt. Ach so, wegen dem Teil. Außer ich komplett ausgeblendet. Komm schon. Das ist meins. Wir dürfen das nicht fallen lassen. Sonst machen wir es kaputt. Ich will keine Quicktime-Events. Wo kommt Fliss denn her? Ach, sie war das. Oh, nicht das Gold. Oh, Junge, jetzt wird alles schlimm werden. Okay. Conrad wird wahnsinnig, denn ich habe das Falsche gedrückt. Komm, schlag ihn. Komm, ein Fehler ist nicht schlimm. Nur ein Fehler. Komm schon. Wir müssen mit Conrad weg von dieser verdammten Ladung. Oh, die Tür. Jetzt. Jetzt! Los jetzt! Komm schon. Oh, da ist ein Geist im Hintergrund. Komm schon. Nein, wir müssen es rausschaffen. Komm schon. Oh mein Gott, wie... Nein, 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 nein. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Ich werde nicht sterben. Aber er. Oh, er wurde zerteilt. Oh, wie eklig. Er wurde zerteilt. In der Hälfte. Scheiße. Das war aber echt harsch. Gott sei Dank haben wir ihn. Skillcheck getroffen. Gott sei Dank. Und das Ding ist nicht kaputt gegangen. Oh. Wir haben's. Warum wird das so lange gezeigt? Macht er gleich doch nochmal die Augen auf? Das hätte mich auch schwer gewundert. Oh, er wurde einfach zerteilt. Wie widerlich. Wir haben es geschafft. Wir haben die Nacht überlebt. Aber Alex verloren. Oh, alles nur, weil ich dachte, es wäre Brad. Das ist immer noch... Das nervt mich immer noch.
Aber ich hätte nicht... Also, okay. Ist es denn jetzt zu Ende? Kann losgehen. Ich hoffe jedenfalls. Denn ich will mich gerade darüber freuen, dass wir niemanden weiter verloren haben. Kann ich mich darüber freuen? Okay. Sollten wir nicht trotzdem die Küstenwache warnen oder Bescheid sagen oder irgendwas? Ich meine, die gehen jetzt auf das Schiff und werden wahnsinnig. Oder sind wir verantwortlich, dass sie alle sterben? Ich dachte, er wäre hinter mir. Ich hätte es schwören können. Jetzt denke ich, hätte ich mich umgeblickt. Ich hätte helfen können. Wäre ich weitergerannt. Alex hätte es durch die Tür geschafft und er hätte ihn nicht gekriegt. Und er wäre noch... Oh Gott, ich hab's gesehen. Durch die Luke. Okay, das sind sehr verstörende Gesichtsausdrücke. Ich hab Alex sterben sehen. Ich weiß, das ist gerade ein emotionaler Moment, aber was ist mit ihrem Gesicht los? Er war mein großer Bruder, er war alles, was ich immer sein wollte. Ich wollte ihm einfach nur sagen... Jetzt kann ich es ihm nie mehr sagen. Mann. Mein Bruder ist tot. Tot, verdammt. Oh Mann, dass er gestorben ist. Das ärgert mich immer noch so sehr. Das war auch so ein dummer Tod. Diese verdammte Vorhersehung. Ich glaube, sonst hätte ich vielleicht doch geschlagen oder so. Ah, ich will ihn nicht nochmal sehen. Ich meine, ich mochte ihn nicht so gern, aber das hat er echt nicht verdient. Das war's wirklich. Wow, das war das ganze Spiel. Das ging ganz schön schnell. Das war ziemlich kurz. Also, hast du noch was zu sagen, Herr Therapeut? Dich haben wir nämlich schon sehr oft gesehen im Hintergrund. Das war's. Game over. Fertig. Zumindest für heute. Sie könnten es erneut versuchen. Vielleicht klappt es ja besser beim nächsten Mal. Kompliment. Beinahe jeder hat überlebt. Beinahe. Du musst es nicht nochmal so betonen. Es tut mir weh. Ich schätze, wenn der Vorhang sich senkt, ist man entweder bereit oder nicht. Alles dreht sich um Entscheidungen, nicht wahr? Entscheidungen in Eile. In Panik, gefällt mit dem Herzen statt mit dem Kopf. Oder umgekehrt? Manchmal haben diese Entscheidungen erst sehr viel später Konsequenzen. Aber es gibt Konsequenzen. Es gibt immer Konsequenzen. Leider ja. In dem Fall, dass wir so sehr uns auf das Bild fixiert hatten. Hat Alex getötet. Bis zum nächsten Mal. Vielleicht in Little Hope. Vielleicht auch anderswo. Gewiss ist, es gibt ein nächstes Mal. Das ist unvermeidlich. Ich fühle mich irgendwie bedroht und gezwungen. Aber auf eine gute Art. Wow, aber wir haben es tatsächlich geschafft. Das war ein ziemlich kurzes Spiel. Gehört das, dass das Lied so anfängt? Ja, es gehört so. Ich dachte, das wiederholt sich wieder, aber dem Spiel wusste man das nicht. Ich will noch nicht zu viel reden wieder, weil wir haben wieder ein gutes Credit-End-Lied. Das wollen wir genießen. Also, gutes Spiel. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mir hat es auch gefallen. Nur einige Reaktionen waren ein bisschen seltsam und das mit Alex war leider ärgerlich. Aber können wir ja leider nicht mehr ändern. Also, vielen Dank fürs Zusehen und genießt die Musik. With ice cold hands taking hold of me. Well, I am death, none can excel. I open the door to heaven or hell. Everybody's looking, trying to find a way out. See them seeing every day what this world's all about. You're realizing that it's hard, you're trying to pick the right path. There's poor people, poor streets inside the neighborhood mass. Bearing scars of the past, they keep trying to escape. Destiny within their eyes, these are the tears of our fate. All these numbers of our lives that we keep trying to equate. They got us living every day, we're in search of that gate. Pray. Oh, death, oh, death, won't you spare me over till another. Oh, death.
thought someone would pray. Won't you come and call me another day? The children prayed, the preacher preached. Time and mercy is out of your reach. Lo and behold, the pale horse and the rider who decides the fate of one who made a failed choice. With a tail off behind it, the trails off in the fire that sparked those who don't know they're stuck on a stale course. Yeah, we all face death when it comes to take your breath. Usually without knowing how many days are left. Some raise their chest, others cower when it comes. Whether you're living in the towers or down in the slums. Oh, death. Oh, oh, death. Won't you spare me over till another year? Well, I'll fix your feet till you can't walk. I'll lock your jaw till you can't talk. I'll close your eyes till you can't see this very outcome and go with me. Heaven's coming, praying it doesn't come late. This is for real, man. It's how I push through my pain. When ass is always falling in death's rain. It's cold outside, death looked me in my eyes. Hold through these plans, man, we gotta be wise. Hold through together, it's then they will rise. I'm saying peace for all my people that can see through the lies. Un can la 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 brisa running up her thighs while she's singing. Oh, oh, death. Take a moment to reflect on. Think of all the things in your life that you slept on. Or slipped through your fingers like Teflon. Cause you lost your focus, steady thinking about the next dawn. Saying that the next dawn you'd make things better. But you didn't get a chance to make your reparations. Better make some preparations. But if you're not ready yet, death comes for all of us, my friends. So you better get. Von alleine ein SOS gesendet. Ist wohl ein echtes Geisterschiff, was? Wow. Was zur Hölle ist das?